Hey und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne die Frage beantworten, welche Düfte einen Mann attraktiv machen. Und ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, denn es hat alles mit den richtigen Duftnoten zu tun und wie diese Duftnoten auf uns Menschen wirken. Ja? Das heißt, wenn du dich selber attraktiv oder autoritär oder sexy, verführerisch, elegant machen möchtest, dann musst du einfach die richtigen Duftnoten tragen und das kann dein Outfit, deinen Style, deine Wirkung auf andere Menschen dann richtig unterstützen. Und darum geht es eben in dem heutigen Video. Aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wenn du auf Parfum-Content stehst und du mehr von diesen Videos sehen möchtest, dann klick doch gerne unter dem Video auf den Abonnieren-Button. Das würde mich persönlich nämlich sehr freuen, wenn du in meiner Community drin bist. Und ja, wir fangen auch direkt an mit den autoritären Düften. Ja, und das sind eben Düfte, die eine gewisse Kraft, eine gewisse Autorität ausstrahlen. Und da ist es eben ganz wichtig, auf zwei verschiedene Duftnoten zu achten. Erstens auf Patchouli und zweitens auf Vetiver. Und wenn du gut aufpasst und schon mal so ein bisschen in Duftnoten reingeschaut hast von Parfums, dann wirst du merken, dass in den meisten Herrenparfums tatsächlich Patchouli und Vetiver in einer Kombination verarbeitet sind. Ja? Was aber richtig autoritär wirkt, das sind meistens Düfte, die einen starken Patchouli-Anteil haben. Wie zum Beispiel den Duft Acqua di Gio Profumo, was für mich persönlich der beste professionelle Duft ist, den ich mir vorstellen kann. Das heißt, wenn du in einem professionellen Umfeld unterwegs bist, du hast ein Bewerbungsgespräch oder so, wäre das für mich ein Duft, den ich jedem Mann empfehlen würde, weil er einfach eine gewisse Autorität ausstrahlt. Wenn man das Ganze auf die Spitze treibt, könnte man natürlich auch sowas wie den Oriental Casbah von Pharmacia SS nehmen, denn das hier ist tatsächlich ein Duft, der fast nur mit Patchouli arbeitet. Patchouli wird ja häufig als erdig wahrgenommen von den Menschen und ist so ein bisschen krautig, dunkelgrün. Und das ist eben genau das, was hier der Fall ist. Ne? Das heißt, du hast hier diese dunkle grüne Note, die auch so ein bisschen kühlend wirkt und das ist eben bei Patchouli tatsächlich der Fall. Also wenn du einen super autoritären Duft suchst, dann den auf jeden Fall mal probieren. Beziehungsweise als Raumduft habe ich ja auch hier den Giudici Enotai, heißt er, von Pharmacia. Werde ich dir auch mal in der Beschreibung verlinken. Den gibt es auch in meinem Shop. Und das ist für mich deshalb, ne, dieser Patchouli-Duft in diesem Büro hat für mich einfach so eine richtig professionelle, autoritäre und maskuline Wirkung. Dann als nächstes. Was ist jetzt aber, wenn du elegant wirken möchtest? Nun, dann wäre die Duftnote Iris eher etwas für dich. Die kennst du wahrscheinlich schon aus dem Duft Prada L'Homme von Prada. Ein Duft, der von sehr vielen Männern sehr gerne getragen wird, weil er super viele Komplimente gibt und weil er einfach super elegant wirkt. Ja? Das ist bei Iris-Düften tatsächlich aber immer der Fall. Das heißt, wenn du Iris in Duftnoten drin siehst, wie zum Beispiel bei einem Valentino Uomo, ja, dann hast du einfach automatisch diese elegante Wirkung auf andere Menschen. Ein bisschen muss man da aber auch vorsichtig sein, weil Iris auch ein bisschen in eine Unisex-Richtung geht. Das heißt, wenn es dir jetzt um den maskulinsten aller Düfte geht, dann ist Iris leider die falsche Wahl. Aber in Düften umgesetzt ist es einfach sehr, sehr schön pudrig, elegant und wirkt einfach ausgesprochen hochwertig. Ja? Und das ist eben etwas, wenn du elegant wirken möchtest, würde ich dir Iris empfehlen. Dann als nächstes das Thema Verführung. Was ist, wenn du verführerisch wirken willst? Und da habe ich natürlich die Duftnote, die am verführerischsten wirkt, für dich rausgesucht und das ist Moschus. Ja? Moschus ist eigentlich eine animalische Note, die heutzutage nicht mehr in Parfums so verwendet werden darf. Das heißt, du hast eigentlich nur synthetische Moschusnoten damit drin, aber die Wirkung ist dieselbe, denn Moschus wirkt so ein bisschen hautähnlich, so ein bisschen pudrig und einfach sehr, sehr sexy. Also wenn man das in einem Parfum riecht, hat es automatisch einen anziehenden Charakter, finde ich. Und deshalb Moschus, ja, ich habe auch gerade ein Video gedreht über die Top 10 sexy Herrenparfums 2022, was ich dir gerne hier oben verlinken werde. Und da spielt Moschus auch eine große Rolle, nämlich da habe ich den Duft Muse Cravageur von Frédéric Malle. Das ist für mich der Moschusduft. Wenn man eine günstige Alternative sucht zu einem Moschusduft, habe ich hier auch den White Musk von Giardino Benessere für dich. Das wäre zum Beispiel auch eine Alternative, die einen ähnlich kuscheligen Faktor hat, aber deutlich eleganter und professioneller auch wirkt. Ja. Aber allgemein lässt sich sagen, Moschusdüfte sind einfach verführerisch und deshalb, wenn du Moschus in einem Parfum siehst, auf jeden Fall zuschlagen. Wenn wir bei den Sexy-Düften bleiben, kommen wir als nächstes zu einer Duftnote, die der Garant für Komplimente ist. Und ich weiß, dass das vielen von euch sehr wichtig ist. Deshalb erwähne ich es hier. Ich habe es auch schon öfter in meinen Livestreams gesagt. Safran ist für mich die Duftnote, die am allerattraktivsten wirkt und die meisten Komplimente bringt. Und das ist für mich einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du einen Safran-Duft hast, egal ob es Oud for Greatness ist, ob es ein Falcon Leather von Matière Première ist oder ob es zum Beispiel ein Baccarat Rouge 540 ist, diese Düfte bekommen einfach sau viele Komplimente und wirken einfach nonstop sexy. Egal, ob man das als Mann trägt oder ob man das als Frau oder ob das eine Frau trägt, das ist echt egal, weil Safran die Duftnote ist, die zuverlässig die meisten Komplimente bringt und einfach super sexy wirkt. Es ist so, ja. Und deshalb, wenn es dir um genau diesen Effekt geht, also wenn du auf
Komplimente aus bist und du bist auf Tuchfühlung aus und du möchtest einfach, dass das Gegenüber Bock hat, ja, dann auf jeden Fall Safran ist, glaube ich, deine Duftnote und mit diesen genannten Düften wirst du da mit Sicherheit auch dann erfolgreich sein. Und zu guter Letzt habe ich mir dann noch Düfte rausgesucht, die mysteriös wirken, was ich persönlich immer ganz spannend finde, ja. Und damit sind wir natürlich bei Parfums, die sehr schnell in den orientalischen Bereich reingehen. Und deshalb habe ich mir hier einfach Gewürze einfach als Begriff rausgesucht, ja. Denn ich finde würzige Düfte, wenn du sowas wie Carlyle hast von Parfums de Malise und Spice Bomb von Victor & Rolf oder andere, die mit vielen Gewürzen arbeiten, hat das immer einen sehr mysteriösen Charakter, ja. Man sollte allerdings aufpassen, und das finde ich persönlich immer ganz wichtig bei diesen Düften, dass es nicht zu sehr in so eine süße, vanillige Richtung abdriftet. Das heißt, ich schätze mal, wenn du dieses Video schaust, wird es dir ja auch um die Wirkung bei der Damenwelt gehen. Da muss ich ganz klar sagen, Vanilledüfte sind ganz klar so konzipiert, dass sie Männer ansprechen, ja, weil wir Männer von der Geburt an auf Vanille konditioniert werden. Kann ich auch gerne mal ein separates Video zu drehen, weil das echt ganz spannend ist und wir deshalb Vanilledüfte als attraktiv wahrnehmen, Frauen aber ehrlich gesagt eher nicht so. Und deshalb solltest du bei würzigen Düften darauf achten, dass sie nicht zu süß sind. Eine leichte Süße ist okay, aber hauptsächlich dunkle Noten, Ledernoten mit drin, das macht einen Duft dann wirklich mysteriös. Und deshalb sei an dieser Stelle gesagt, Gewürze in Düften sind eine Duftnote, die einen Duft sehr mysteriös und ja, auch so ein bisschen verrucht machen. Ja. Sollte aber, wie gesagt, mit dunklen Noten kombiniert sein, damit es den gewünschten Effekt bietet. Gut, das waren jedenfalls die 5 Duftkategorien, die autoritär, elegant, verführerisch, sexy und mysteriös sind. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Schau doch gerne mal in die verschiedenen Kategorien rein, wenn es dir um den genannten Effekt geht. Falls du noch weitere Düfte kennst, die eine gewisse Wirkung auf andere Menschen haben, dann schreib das gerne in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt auf deinen Input. Ansonsten lass mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann, dein Kai.